Liebe Prisma-Fans, es ist mal wieder Zeit für einen Buchtipp, denn ich habe in den letzten Tagen ein Buch in relativ kurzer Zeit gelesen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist geschrieben von einer Politikökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin. Nun ja, das klingt relativ trocken und mag für den einen oder anderen von euch möglicherweise auch langweilig wirken, aber diese Frau ist gar nicht langweilig. Maya Göpel heißt sie. Und mit ihrem Buch spricht sie eine Einladung aus, eine Einladung an euch alle, unsere Welt ein Stück weit neu zu denken. Denn so heißt auch das Buch, Unsere Welt neu denken. Wer ist diese Maya Göpel eigentlich? Sie schreibt im Buch: Ich bin keine Klimaforscherin, ich bin Gesellschaftswissenschaftlerin und mein Hauptinteresse gilt der politischen Ökonomie. Ich sehe mir die Art und Weise an, wie Menschen wirtschaften und ihr Zusammenleben gestalten, welche Beziehungen sie dazu zur Natur und zu anderen Menschen eingehen, wie sie mit Ressourcen umgehen, mit Energie, Material, Arbeitskraft, nach welchen Regeln sie Arbeit organisieren, Handel und Geldströme, welche Technologien sie entwickeln und wie sie diese einsetzen. Vor allem interessiert mich aber, warum genau die Lösungen entstehen, die entstehen und warum sich einige Konzepte durchsetzen, andere hingegen nicht. Welche Ideen, Werte und Interessen stehen dahinter, fragt sie sich. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Abschnitt technologische Entwicklung, wo sie anhand des Beispiels der Entwicklung der Glühbirne einmal deutlich gemacht hat, wie sehr die dortige damalige Zweiklassengesellschaft, arm und reich, von der Entwicklung der Glühbirne profitierte oder aber eben auch nicht und wie im Rahmen der Weiterentwicklung dieses Leuchtmittels nicht nur Ressourcen eingespart wurden, sondern gleichzeitig auch wieder unnötig Ressourcen verschwendet wurden. Sie spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Rebound-Effekt und geht im Buch an vielen anderen Stellen noch einmal darauf ein. Sie macht es wirklich sehr, sehr gut, hinterfragt vieles, zeigt an einigen Stellen auch Lösungen auf. Das hat mich ebenso gefesselt an der Stelle und auch das von mir eingangs angesprochene, möglicherweise trockene, für den einen oder anderen von euch dann doch relativ schnell wieder aufgelockert. Ich will euch diese eine Passage nicht vorenthalten. Zwischen mehr und weniger einen klaren Kopf zu behalten, ist scheinbar nicht einfach, steht hier. Schließlich sind wir gewohnt, dass uns immer mehr Dinge ständig zur Verfügung stehen. Das beste Symbol dafür ist das Smartphone. Musik, Filme, Wissen, Kontakte, Konsumgüter, alles über ein einziges Gerät, dessen Rechenleistung 120 Millionen Mal höher ist als die des Bordcomputers von Apollo 11, mit dem vor 50 Jahren die Mondlandung gelang. Ja, das ist wohl wahr, was heutzutage alles in unseren kleinen Smartphones steckt. Aber es wird noch komplizierter. Fragen Sie sich doch mal, ob es Ihre Lebensqualität eigentlich wirklich verschlechtern würde, wenn Sie auf so einige Optionen und Käufe verzichteten. Dankenswerterweise gibt es auch dazu inzwischen zahlreiche weitere Studien und sie haben alle eine eindeutige Nachricht. Immer mehr hilft nicht immer mehr. Immer mehr befriedigt nicht nur etwas in uns, es befeuert auch eine Sorge. Ja, wohl wahr. Das Buch von Maya Göpel ist im letzten Jahr kurz vor der Corona-Pandemie erschienen und ich glaube, dass all das, was in den letzten 1,5 Jahren durch die weltweite Corona-Pandemie passiert ist, teilweise auch uns das ein oder andere Gute gebracht hat, nämlich den ein oder anderen Antrieb, vor allen Dingen in der digitalen Weiterentwicklung in vielen Bereichen. Ich glaube, all dies böte ausreichend Stoff für Maya Göpel, diesem Buch nicht nur ein weiteres Kapitel hinzuzufügen, sondern möglicherweise auch direkt einen zweiten Teil zu schreiben. Also schaut euch das Buch mal an, lasst euch von dem Buch ebenso fesseln, wie es bei mir geschehen ist. Erschienen ist es im Ullstein Verlag, Maya Göpel, Unsere Welt neu denken. Mein Buchtipp für euch heute. Und wenn euch der Tipp gefallen hat, dann lasst gerne ein Like hier und teilt die Folge auch gerne mit euren Freunden und Bekannten. Bis bald an dieser Stelle.